Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, beziehungsweise wahrscheinlich fast die Origins zukünftiger Dragon Ages oder irgendwie so ähnlich. Boah, ist das kalt hier. Mensch, Morrigan, willst du nicht mal das Feuer anmachen, so wie du andere Sachen aufwärmen kannst, ein Spiegelei zum Beispiel vom Vortag. Haben wir mit dem Magier noch irgendwas? Der Zirkel der Magie ist bereit, euch zu unterstützen, grauer Wächter. Es gibt immer Bereiche, die sich noch verbessern lassen, grauer Wächter. Ja, natürlich. Wir, was macht die? Du wolltest doch eigentlich den Hund baden. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Wir haben mit Vin noch gar nicht gequatscht, kann das sein? Ich wollte es eigentlich so langsam in ein neues Gebiet gehen, weil wir waren ja so lange im Magierturm und dann noch ein bisschen im Soldatengipfel, haben wir endlich einen freien Inventar. Oh Mann, das klingt jetzt alles so... Das klingt irgendwie falsch. Wir haben unseren Inventar aufgeräumt, ja, in die Truhe alles reingelegt. Oh Gott. Mensch, die Morrigan, was hat die nur gemacht? Da haben wir mit Vin noch gar nicht gequatscht. Aber das kann man ja noch kurz machen. Wobei kurz wahrscheinlich in Dragon Age Aurea so eine halbe Stunde ist. Ist alles in Ordnung? Ja, ihr solltet euch etwas Ruhe gönnen. Ihr lasst wohl ein wenig nach, wie? Ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Was? Nein, das kann nicht sein. Ja, ihr seid schon erwachsen. Ich wette, in diesen alten Knochen ist immer noch Leben. Das ist in der Tat kaum zu übersehen, aber für euer Alter seid ihr noch recht munter. Ich danke euch, es ist nett, dass ihr das sagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Ihr werdet mit Sicherheit noch lang genug leben, um die Welt zu retten. Das versichere ich euch. Und wenn ich mich selbst dafür vor euch vor ein Schwert oder ein Pfeil werfen muss, ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben. Hey, sagt so etwas nicht. Wir brauchen euch noch. Es ist euch noch nicht gestattet, fertig zu sein. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. Also von dem, was ich erlebt habe, solltet ihr euch da keine Sorgen machen. Seid ihr außer im Turm des Zirkels schon auf viele Abscheulichkeiten gestoßen? Nicht unbedingt. Und wenn ihr euch die Mütze so schnell abziehen könnt und die Kleidung wechseln, wie ihr es gerade getan habt, dann solltet ihr euch echt keine Sorgen um eure Knochen machen. Nein, die im Turm waren die ersten, die ich je gesehen habe. Warum fragt ihr? Nun, ich habe viele Geschichten gehört. Haben wir schon... Auf viele? Auf jeden Fall nicht. Haben wir davor schon mal Abscheulichkeiten getroffen? Ich glaube nicht. Als ich zum ersten Mal eine Abscheulichkeit sah, erstarrte mein Blut zu Eis. Ich hatte danach monatelang Albträume. Am meisten verängstigt hat mich der Umstand, wie leicht ich einer von ihnen werden könnte. Das ist natürlich wahr. Das Monster zu sehen, zu dem man werden könnte, ist sicher beunruhigend. Ihr lasst euch zu leicht beunruhigen. Ihr seid eine große Magierin, ihr würdet niemals zu einer Abscheulichkeit werden. Aber da ihr das wisst, seid ihr doch vorsichtig. Ein Fehler. Ein kleiner Fehler nur. Und alles, was euch ausmacht, ist einfach fort. Ersetzt durch Wahnsinn. Und es gibt kein Zurück. Zumindest behaupten sie das. Zweifelt ihr daran? Eine Abscheulichkeit entledigt man sich nur, wenn man sie tötet. Seit kurzem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Abscheulichkeit zu heilen. Oder ob ein Magier besessen sein kann, ohne seinen Verstand zu verlieren, seine Menschlichkeit. Vielleicht solltet ihr euch darüber einmal mit Avernus unterhalten. Ich denke, der wird von allen Leuten hier in Ferelden... Sind wir in Ferelden? Ja. Wie heißt der Kontinent, beziehungsweise die Welt? Tevinter? Ja, wahrscheinlich nicht. Von allen Leuten hier in der Gegend wird er wahrscheinlich die meiste Ahnung davon haben. Wenn er seine Menschlichkeit behält,
ist er keine Abscheulichkeit. Wir können sie nicht einfach leben lassen, nur weil sich ihr Zustand vielleicht verbessert. Warum sorgt ihr euch eigentlich so sehr darum? Weil jeder Magier mit dieser Bedrohung leben muss. Wir denken ständig daran. Aber macht euch darüber keine Gedanken. Da spricht nur eine alte Frau ihre Grübeleien laut aus. Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Lange Geschichte. Ich bin mit der Verderbtheit infiziert worden und dann musste ich geheilt werden. Die Kurzfassung? Ich habe Duncan getroffen und er mochte mich. Ich wurde verderbt und nur der Beitritt konnte mich retten. Das möchte ich nicht erzählen. Es wiegt zu schwer in meiner Kindheit. Ein Trauma sondergleichen. Ich würde es nicht aushalten. Dann wart ihr also gezwungen, ein grauer Wächter zu werden. Aber dennoch muss Duncan etwas Besonderes in euch gesehen haben. Der Orden nimmt keine Rekruten auf, nur um ihnen das Leben zu retten. Ihr seid sicher stolz darauf, euren Stamm und die Dalish als grauer Wächter zu repräsentieren. Das bin ich wohl wahr, aber natürlich wiegt auch der Schmerz und der Verlust nicht unbedingt. Es ist ja nicht, wir haben unseren Stamm ja nicht verloren. Wir haben ihm ja auch nicht wirklich den Rücken zugewendet, aber wir sind quasi von zu Hause weggegangen und das ist natürlich schlimm und so. Aber natürlich ist man auch in gewisser Weise stolz darauf, ein grauer Wächter zu sein, vor allem wenn man die Welt retten kann. Und ich möchte anmerken, die Welt retten wird, ne? Man muss so optimistisch bleiben. Die Hüterin hat mich dazu gezwungen, ich wäre lieber gestorben. Es war eine Ehre, von Duncan ausgewählt zu werden. Ich hoffe nur, dass ich die Stärke auch wirklich habe, die Duncan in mir gesehen hat. Ich bin's zufrieden. Guten Tag, mein Name ist Zufrieden. Von und zufrieden. Solange ich meinen Stahl im Kampfe führen kann und meine Pfeile verschießen. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben uns ja nicht so richtig aus freien Stücken den grauen Wächtern angeschlossen. Wir wurden ja irgendwie ein bisschen da reingedrängt durch unsere Verderbtheit. Und hatten nicht wirklich eine andere Wahl, außer eben zu sterben. Von dem her, irgendwelche Ideologien oder so stehen ja nicht wirklich dahinter. Dass ich auserwählt wurde, um etwas Bedeutendes zu vollbringen. Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld und Ruhm und Ehren danach. Es geht wohl darum, so viel dunkle Brut wie möglich zu töten. Es bedeutet, dass jeder mir Respekt zollen muss. Ich weiß nicht, muss es denn etwas bedeuten? Ich wollte nur wissen, worum es eurer Meinung nach geht, wenn man ein grauer Wächter ist. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Mich stört das Wort dienen darin irgendwie. Ich meine, ich bin ja kein Angestellter oder ein Untergebener von denen oder so. Ich helfe ihnen ja eigentlich quasi das Land zu verteidigen. Aber die grauen Wächter verneigen sich von niemandem. Das verstehe ich nicht. Wenn ich beschütze, diene ich also? Ich diene niemandem, vergesst das niemals. Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Das ist wahr. Und daher seid ihr es, der dient, nicht sie. Ich bin mir über die Definition von ihrem Dienen irgendwie nicht ganz im Klaren. Ich werde es mir merken. Das klingt irgendwie einleuchtend. Mir wäre es lieber, wenn man mir dient. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu, und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Das ist richtig, meine Liebe. Es ist ja auch schließlich so, dass die beste Regierungsform jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber schon eine der besten, quasi eine Diktatur von einem weisen und gerechten Menschen ist, dass alle Macht quasi bei dem steht,
und der die dann halt gescheit einsetzt. Gab's ja mal, glaube ich, irgendwo in Griechenland früher, wenn ich mich nicht irre. Oder zumindest irgendeine Sage oder so von, weiß nicht, irgendeinem Typen. Oder, wie ist der, Salomon oder so, ne? Kennt man ja. Macht legt einem also Beschränkungen auf. Viele Könige sind Tyrannen. Ich will keine Macht, das wollte ich nie. Wenn ich stark genug bin, um die Macht zu ergreifen, dann verdiene ich sie auch. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Ich höre euch sehr gerne zu, Vin. Das ist auch ein bisschen so das, was zum Beispiel die Maxi von Hi-Fi von GameStar und so immer sagt, bei so Fragen wie zum Beispiel, wenn ihr in die Zeit zurückreisen könntet und alles verändern und so weiter, was würdet ihr dann tun? Würdet ihr, keine Ahnung, zurückreisen und Hitler töten, bevor er die NSDAP gründet? Oder würdet ihr, weiß nicht, Jesus einen Fuß stellen, damit er nicht in den Tempel reinkommt? Keine Ahnung. Und sie würde dann halt eben, weil Butterfly-Effekt, man kennt's ja, weil das einfach nicht gut gehen wird, keine Ahnung, 5 Minuten zurückreisen und jemandem einen kleinen Streich spielen, wobei das wahrscheinlich auch dann irgendwie die Apokalypse bedeutet im Endeffekt. Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Bitte? Ich bin doch immer noch angezogen. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Ihr wisst von Morrigan und mir, ja, ziemlich. Es geht nur um den Spaß. Sie ist nicht sehr diskret. Sie sieht euch an, als habe sie komplett vergessen, dass es von euch auch Körperteile oberhalb der Gürtellinie gibt. Was? Wie? Mein Bauchnabel oder was? Was wolltet ihr über uns sagen? Das macht ihren Charme aus. Unter der Gürtellinie bin ich viel interessanter. Oh, schön. Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eurer Ansicht nach hinführen soll. Sie ist eine raffinierte Frau. Ein Malefica. Sie wird euch für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Ein... zwischen... Oh Gott, ich kann mal sowas nicht ernst bleiben, tut mir leid. Zwischen uns ist mehr als das. Ihr kennt sie nicht und habt kein Recht, sie zu verurteilen. Nein, ich vertraue Morrigan. Sie kann es versuchen, aber es wird ihr nicht gelingen. Ich sage nur, was ich sehe und was mein Instinkt mir sagt. Und dazu habt ihr jedes Recht. Und selbst wenn eure Gefühle füreinander echt sind, ist diese Affäre für keinen von euch von Vorteil. Ihr seid ein grauer Wächter. Ihr habt Pflichten, die wichtiger sind als eure persönlichen Wünsche. Und wo genau liegt jetzt der Unterschied? Liegt der Unterschied, auch gut. Ist der Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel hier eine Stunde lang mit dir quatsche oder ein Buch lese oder so? Oder mich mit Morrigan über die letzten Dokumentationen auf N24 unterhalte? Ich komme mit meinen Pflichten und Beziehungen schon klar. So langsam halt, keine Ahnung. Boah, weil sowas ist natürlich echt bisschen hart zu sagen, solange es halt nicht emotional wird und so. Aber es ist halt einfach... Wenn diese Beziehung mit mir und Morrigan jetzt zum Beispiel Vin verärgert und die rastet dann aus und legt alles in Schutt und Asche oder... keine Ahnung, hilft mir auf dem Schlachtfeld mal nicht in der brenzligen Situation, was weiß ich, dann ist es natürlich echt nicht so geil. Aber solange alle klar damit kommen und kein Problem damit haben und das cool sehen und so, dann ist es doch eigentlich kein Problem. In so einer Situation sollte man halt echt rational denken. Ich komme mit meinen Pflichten und Beziehungen schon klar. Könnt ihr auch mal eine Minute lang ohne das Wort Pflicht auskommen? Liebe ist letztlich immer eigennützig. Sie verlangt die Hingabe zu einer einzigen Person, die dein Verstand und Herz besetzt hält und alles andere ausschließt. Ein grauer Wächter kann sich das nicht erlauben. Wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr eure Liebe rettet,
oder alle anderen, was würdet ihr dann tun? Alle anderen. Denn das wäre oder ist ja meine... Was war denn dir vorhin? War das die Bedeutung, ein grauer Wächter zu sein? Bei euch liegt das alles... Klingt das alles viel schlimmer, als es eigentlich ist. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Was soll ich denn tun? Morrigan sagen, dass sie gehen soll? Haltet euch aus der Sache raus. Das erinnert mich jetzt an einen Film, den ich gestern gesehen habe. Ein Mann, drei Leben, Mr. Nobody. Ich würde einfach in meinem Kopf alle möglichen Handlungsstränge und so ausmalen und mich dann entscheiden, mich nicht zu entscheiden oder so. Also das Zweite quasi. Bei euch klingt das alles viel schlimmer, als es eigentlich ist. Also ich würde alle anderen retten. Ich bin ja schließlich ein grauer Wächter. Aber das kann ich hier nicht auswählen. Nichts ist sicher. Schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Ihr könnt nichts als selbstverständlich voraussetzen. Das sollte euch bewusst sein. Ich werde über eure Worte nachdenken. Soll ich es etwa beenden? Morrigan und ich werden mit allem fertig, was auf uns zukommt. Ich bin alt genug und kann selber denken. Vielen Dank. Ich versuche nur, den Schmerz, der euch erwarten könnte, so gering wie möglich zu halten. Ich habe euch meinen Rat gegeben, alles andere liegt bei euch. Das ist sehr nett, Vin. Auch wenn du anscheinend dagegen bist, aber ich appreciate. Was ist denn das deutsche Wort für appreciate? Ich akzeptiere, toleriere. Ich wertschätze deinen Ratschlag. Dagegen habe ich nichts. Braucht ihr etwas von mir? Ich glaube eigentlich nicht, aber wir können noch ein bisschen plaudern, wenn wir schon mal dabei sind. Warum wolltet ihr nicht im Turm bleiben? Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Nichts, ich hätte euch nicht stören sollen. Der Zirkel ist in guten Händen. Irving weiß, was zu tun ist. Ich wäre ihm nur im Weg. Ich unterstütze lieber den Kampf gegen die dunkle Brut. Ich konnte meine Aufgabe bei Ostagar nicht erfüllen. Es bleibt noch viel zu tun und ich möchte ein Teil davon sein. Aber ihr habt die Kinder verlassen. Ich bin dankbar für eure Gesellschaft. Tut einfach, was ich sage. Ich bin hier der graue Wächter. Die grauen Wächter, alle beide, brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ich werde bis zum bitteren Ende meinen Teil dazu beitragen. Sollte ich noch stehen, werde ich zum Zirkel zurückkehren. Ich werde alles dafür tun, dass ihr das auch könnt. Ihr werdet sicher zurückkehren können, wenn ihr das wollt. Ich wollte nur sicherstellen, dass ihr das auch wirklich wollt. Wir kommen gut miteinander aus, solange ihr mitzieht. Vielleicht. Braucht ihr etwas von mir? Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wie wurdet ihr eine Magierin? Man wird nicht zum Magier, sondern kommt so zur Welt. Irgendwann später tritt die Begabung dann zutage. Ihr wollt vermutlich wissen, wie ich zum Zirkel kam. Die Templer haben mich hingebracht, so wie viele andere Schüler. Ich kann mich kaum noch erinnern, ich war damals sehr jung. Und eure Familie? Wo wussten sie, dass ihr eine Magierin wart? Das muss viele Jahre her sein. Ich habe einen Jungen brennen lassen. Gut, das erklärt natürlich, warum? Das ist sicher eine faszinierende Geschichte. Ich wette, er hatte es verdient. Das ist eine lange Geschichte. Ich würde sie gerne hören. Ich hatte keine Familie. Meine wirklichen Eltern habe ich nie kennengelernt. In meiner frühesten Erinnerung liege ich in einem Heuschober und versuche, mich warm zu halten. Ein Bauer fand mich und seine Frau schickte mich nicht weg. Aber die beiden hatten selbst Kinder und ich war dort nie wirklich willkommen. Am schlimmsten war der älteste Sohn. Er nannte mich immer Streunerin und warf mit allem nach mir, was er in die Hände bekam. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber eines Tages standen plötzlich seine Haare in Flammen. Glücklicherweise war ein Wassertrog ganz in der Nähe. Mobbing! Geschah ihm recht. Wurde er ernsthaft verletzt? Er hat Glück gehabt, ich hätte ihm viel übler mitgespielt.
Haare und Brauen waren angesenkt, aber verletzt war eigentlich nur sein Stolz. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihm wirklich etwas passiert wäre. Glücklicherweise musste ich nur ein paar Nächte in der kalten Scheune ertragen, mit einer Schale Wasser und einem Krumen hartem Brot. Einige Tage später kamen die Templer. Was geschah, als ihr beim Turm angekommen wart? Das muss für ein Kind schrecklich sein. Waren die Templer schlecht zu euch? In der Scheune war ich sicher vor den Dorfkindern und den Steinen, die sie geworfen hätten. Ich hatte zwar Angst, aber es hätte noch viel schlimmer sein können. Ich vergesse nie den Moment, als die Templer mich in die Eingangshalle des Turmes führten. So etwas Gewaltiges hatte ich noch nie gesehen. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Ich wusste, nun war ich zu Hause. Ist natürlich die Frage, ob so ein... Gefangenschaft kann man schon fast dazu sagen, ob das quasi ein Zuhause sein kann. Aber es war wahrscheinlich immer noch besser, als bei diesen Leuten da zu leben. Das ist eine beeindruckende Geschichte. Eine beeindruckende Geschichte. Werdet jetzt bloß nicht rührselig. Ihr konntet ja nicht wissen, dass es nur ein getarntes Gefängnis war. Nun, mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. So kam ich zum Zirkel. Und wie war das Leben im Turm? Zu behaupten, es war leicht, wäre eine Lüge. Es gab viele Regeln und wir wurden ständig beobachtet, um festzustellen, ob wir sie auch alle befolgten. Das ist ja nichts Neues. Dann war da das Studium der Magie. Wir mussten jeden Zauber üben, bis wir seine Auswirkungen vollständig unter Kontrolle hatten. Ein einziges Wort falsch ausgesprochen, eine Geste nicht ganz korrekt und die Konzentration war dahin. Und ohne Konzentration ist Magie eine höchst gefährliche Angelegenheit. Wenigstens habt ihr im Zirkel auch die Gefahren der Magie erfahren. Das klingt ja schrecklich, inwiefern gefährlich. Wegen der Geister aus dem Nichts waren wir fahrlässig, übernahmen sie unseren Geist und wir wurden zu Abscheulichkeiten. Ohne den Zirkel und meine Mentoren wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Das Leben im Zirkel war auch beileibe nicht freudlos. Die Kameradschaft, das Gefühl, in seinem Bestreben nicht allein zu sein. Trotz allem war ich glücklich im Turm und ich liebte das Leben dort. Im Moment möchte ich sonst nichts mit euch besprechen, vielen Dank. Oder braucht ihr möchte etwas ich von es mir? Vielleicht doch? Ich werde antworten, so gut... Nee. Gut, Freunde, dann würde ich ja schon fast sagen... Ich beende die Folge hier. In der nächsten hauen wir unsere drei anderen Freunde nochmal an. Ob die vielleicht noch irgendwas zu sagen haben. Bei Vin gab es ja auch noch einige interessante Dinge, was man bereden konnte. Und dann machen wir uns so langsam auf ins nächste Gebiet. Vielleicht gehen wir dann ja doch mal nach Redcliff, wer weiß. Und in diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine gute Nacht. Die Morrigan kann ein Liedchen davon singen und esst was Schönes. Bis dann.